Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Und zwar zeige ich euch den gestern Abend erschienenen neuen Money Glitch. Ich bin darauf angesprochen worden, ob ich ihn zeigen möchte. Ich zeige ihn euch, aber tut mir bitte den Gefallen und schaut euch das Video bitte ganz genau an. Denn ich finde, das Ganze kann man eigentlich nicht wirklich Money Glitch nennen, weil der Zeitaufwand ist viel zu hoch und viele andere schreiben in YouTube bei diesem Money Glitch 10 Millionen GTA-Dollar in einer Stunde. Schaut euch bitte mein Video an. Diese Behauptung ist einfach nur Bullshit. Wir haben den Money Glitch hoch und runter probiert und 10 Millionen in einer Stunde, das ist astronomisch daneben, das ist überhaupt gar nicht möglich. Aber schaut euch bitte das Video an und urteilt einfach selber. Was braucht ihr für den Glitch? Ihr braucht einen Kollegen, ihr braucht einen voll aufgetunten LEG RH8, der auf Platz 1 eurer 10er Garage steht. Und es muss in dieser 10er Garage sein, die von der Mechanikerliste ganz oben geführt wird. Also wenn ihr den Mechaniker anruft, die Garage, wo ganz oben gelistet wird, dort muss das Fahrzeug platziert werden. Dann braucht ihr noch einen Job, den findet ihr in der Videobeschreibung und müsst ihn verlinken bei Rockstar Social Club. Was muss euer Freund tun? Euer Freund muss einmal Dart spielen. Hat euer Freund einmal Dart gespielt, so muss euer Freund dann in seinen letzten Aktivitäten mit dem Cursor einmal draufgehen auf die neuesten Aktivitäten und dann kann man hier sehen, dass euer Freund hier Dart gespielt hat. Dort muss er einmal draufgehen und dann, wenn er da draufgegangen ist, dann muss er mit dem Cursor ganz nach unten auf Minispiel starten klicken. Also das ist alles das, was euer Freund macht, um euch quasi beim Duplizieren zu helfen. So, euer Kollege bestätigt alles dann hier mit X. Dann hat er erstmal eine etwas längere Spawnzeit. Die habe ich jetzt hier natürlich verkürzt, indem ich das Video geschnitten habe. Und dann hat euer Kollege genau diesen Bildschirm und das Ganze in einem Freeze. Also er kann sich im Regelfall dann dort nicht bewegen und das Ganze sieht bei ihm dann so aus. Hat euer Kollege diese Vorbereitungen alle getroffen, dann kommt jetzt wieder ihr ins Spiel. Und zwar habt ihr euren LEG RH8 so platziert, dass er auf Stellplatz 1 ist, in der Garage, die ganz oben geführt wird. Dann gibt euer Kollege euch ein Zeichen und dann geht ihr einmal her, wenn euer Kollege gesagt hat, so, ich bin jetzt gefreezed in Dart, dann geht ihr jetzt her und drückt die Optionstaste und geht auf Online und dann auf Freunde beitreten. So. Dann kommen wir zum ersten Punkt in dem Glitch. Wir haben hier ewig gebraucht, bis ich bei meinem Kollegen angekommen bin, muss ich euch wirklich sagen. Umso mehr Freunde ihr habt, an dem Punkt wird es schon blöd. Aber egal, seid ihr dann bei eurem Kollegen in der Lobby angekommen. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr seid wieder in eurer Garage und so weiter und so fort. Nun startet ihr den Job, den ihr euch markiert habt bei Rockstar Social Club. So, seid ihr in der Maske angekommen, so gebt ihr jetzt eurem Kollegen das Zeichen, dass er euch nachjoinen soll. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Das ist wieder die Ansicht eures Kollegen. Dieser geht nun in die Party und joint euch nach in die Maske des Jobs. So, Sitzung, beitreten und so weiter. Das Ganze bestätigt er mit X und dann bekommt er einen Blackscreen mit Achtung, das bestätigt ihr mit Ja. Dann muss es jetzt ein wenig schnell gehen. Und zwar, sobald ihr euren Charakter in der Garage stehen seht, also euer Kollege, muss er sofort die Optionstaste drücken. Also jetzt. So, und dann bleibt er genau in dieser Ansicht, bis ihr mit Duplizieren fertig seid. So sieht es aus bei eurem Kollegen. Wenn euer Kollege diese Vorbereitungen getroffen hat, dann sieht es bei euch wiederum wie folgt aus.
So, bei euch sieht es wie folgt aus. Hat euer Kollege diese Schritte gemacht, dass er euch über die Party folgt, dann steht bei euch dran, Freund tritt bei. Dieser Bildschirm wird so bleiben. Deswegen, das heißt, wenn dort steht, er tritt bei, dann könnt ihr jetzt mit Kreis und X den Job quitten. Habt ihr den Job gequittet, dann landet ihr entweder mitten in der Stadt oder wieder in eurer Garage, je nachdem, wo ihr euren Spawnpunkt gelegt habt. Kleiner Tipp am Rande, legt euch euren Spawnpunkt direkt in die Garage, wo der Glitch auch stattfindet, dann müsst ihr nicht so wie ich mit irgendeinem Auto da jetzt zu der Garage fahren. Aber sei es drum, an meiner Stelle, ich muss jetzt hier zurück zu der Garage kurz fahren. So, renne wieder zurück in die Garage und nun seht ihr etwas, wie soll ich sagen, etwas, was normalerweise nicht so ist. Nämlich, jetzt zeige ich euch das, jetzt läuft mein Charakter einmal in die Garage rein. Und nun seht ihr euren Kollegen so, sag ich mal, eingefroren hier stehen. Und habt ihr das, dass euer Kollege hier so eingefroren steht? Dann steigt ihr jetzt in den Elegy auf Platz 1, den ihr ja voll getuned hattet. Da steigt ihr jetzt ein und wartet kurz, bis der Motor startet. Das sieht man ja relativ gut, wenn hinten aus den Auspuffrohren Abgase kommen, so wie bei mir jetzt hier. Dann ist der Motor gestartet. Habt ihr das bei euch, dann geht ihr jetzt auf die Optionstaste und findet eine neue Lobby. Das zeige ich euch jetzt eben mal. Also Optionstaste online und neue Sitzung finden. Das müsst ihr jetzt machen. Ich mache das jetzt hier eben auch mal. Alles bestätigen und so weiter und so fort. Und jetzt seht ihr auch den Vorteil, wenn ihr euren Spawnpunkt direkt in die Garage legt, dann landet ihr auch direkt in der Garage. So, in eurer Garage angekommen, geht ihr in den blauen Kreis und tauscht den vollgetunten Elegy auf Platz 1 mit einem nicht getunten Elegy auf Platz 6 aus. Also ihr vertauscht einfach die Plätze von Platz 1 auf Platz 6. So, jetzt steht auf Platz 1 ein nicht getunter Elegy und auf Platz 6 steht der getunte Elegy. Und nun geht ihr auf die Optionstaste Online Freunden beitreten und tretet eurem Freund wieder bei, beziehungsweise ihr müsst hoffen, dass er so eurem Freund wieder beitretet, denn anders geht es leider nicht, dass ihr ihm direkt beitreten könnt. Also ihr geht auf Online, dann geht ihr auf Freund beitreten. Lästig ist jetzt natürlich, umso mehr Freunde ihr habt, umso länger kann es dauern, bis ihr tatsächlich bei eurem Freund wieder ankommt. Aber kommt ihr bei eurem Freund wieder an, so könnt ihr sehen, dass eure Änderungen hier nicht stattgefunden haben und dass der Elegy immer noch auf Platz 1 steht und nicht auf Platz 6, wie gerade eben gesehen oder getauscht. So, nun geht ihr her und vertauscht Platz 6 mit Platz 7 und ihr habt ein Duplikat. Wie man jetzt hier bei mir sehen kann. Also Platz 6 wird mit Platz 7 ausgetauscht. Auf Platz 7 stand natürlich auch ein nicht getunter Elegy und so weiter und so fort. Habt ihr die jetzt ausgetauscht, müsst ihr von Platz 1 jetzt einsteigen und das Fahrzeug einmal nach draußen fahren und dann könnt ihr auch direkt wieder zurück, Rückwärtsgang rein und wieder zurück in die Garage fahren. Ich möchte noch an die Xbox One Leute appellieren. Diese Version funktioniert bei euch nicht. Ihr müsst es anders machen, aber ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich keine Xbox One habe. Deswegen habe ich euch Freight Train in meiner Videobeschreibung verlinkt. Dort zeige ich oder zeigt er, wie es bei Xbox One funktioniert. Das hier ist die PS4 Version. So, habt ihr das jetzt? Könnt ihr sehen, hier gibt es nun ein Duplikat. Nun könnt ihr direkt wieder mit dem Glitch beginnen. Das heißt, ihr steigt wieder auf Platz 1 in das Fahrzeug ein. Achtet darauf, dass der Motor an ist. Ändert die Lobby. Also ihr fangt wieder genau so an, wie gerade eben schon beschrieben, dass ihr die Lobby wechselt und so weiter und so fort. Und so könnt ihr nach und nach die Garage voll machen. Jetzt kommt der Gag in der Geschichte. Für diesen Glitch bekommt ihr pro Fahrzeug knapp 200.000 GTA-Dollar. Das würde bedeuten, bei 200.000 GTA-Dollar im Verkauf braucht ihr sage und schreibe 5
10er Garagen voll mit LEDs, um auf 10 Millionen GTA-Dollar zu kommen. Das heißt, das, was meine Kollegen hier schon anschaulich in ihren Videos zeigen, das ist der dümmste Bullshit, den es eigentlich gibt. Natürlich ist das Ganze gebypasst. Ihr könnt die Fahrzeuge nach und nach ohne 45 Minuten Wartezeit verkaufen. Aber ich denke mal, ich habe es hier mit intelligenten Menschen zu tun. Seid mal ehrlich, 5-mal eine 10er Garage vollmachen mit LEDs, Leute, das in einer Stunde? Glaubt ihr, dass das funktioniert? Ich glaube es nicht. Deswegen, an die Xbox One, Leute, ich kann es euch nicht zeigen, ihr solltet den Glitch bei Freight Train gucken. An meine PS4, Leute, ihr müsst den Glitch genau so machen wie beschrieben, mit genau diesem Fahrzeug. Nehmt nicht ein anderes Fahrzeug, es geht nicht mit einem anderen Fahrzeug, es geht nur mit diesem LEDs. Ja, es bleibt jetzt euch überlassen. Ich persönlich kann euch empfehlen, macht den Glitch, den ich zuvor hochgeladen habe mit den Straßenfahrzeugen. Da müsst ihr nicht so viel Geld investieren und so weiter. Und der Glitch ist nicht so aufwendig. Ihr werdet merken, ihr werdet ewig brauchen, bis ihr eine Garage voll habt. Es werden Probleme auf euch zukommen. Der Glitch ist einfach, sorry, wenn ich sage, ich will hier niemand damit angreifen, aber der Glitch ist scheiße. Sorry. Aber ich hoffe, meine Ehrlichkeit führt hier trotzdem bei dem Video zu einem Like. Sobald eine bessere Version oder irgendeine Version eines Money Glitches wieder kommt, die sich lohnt, werde ich natürlich ein Video darüber machen, aber mit diesem Glitch macht ihr keine 10 Millionen in einer Stunde, das soll es von mir gewesen sein. Macht das gut, Leute, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Hat mich gefreut, dass ihr wieder bei mir reingeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Bye.